Eines der vielen wichtigen Themen der Bischofskonferenz in Fulda ist sicherlich auch der synodale Weg in Deutschland. Wie kann und wird es damit weitergehen? Schon seit Jahren gibt es zum Beispiel die Frage, inwiefern nicht auch Laien eine Gemeinde leiten können. Derzeit ein sehr schwieriges Thema und man hört gerne, so etwas hat es noch nicht gegeben und kann es nicht geben. Aber schauen wir mal in die Kirchengeschichte. Denn genau dort hat es das schon gegeben. Über 200 Jahre lang wurden die koreanischen Gemeinden nur durch Laien betreut. Sie geben ein großes Zeugnis davon, dass sie den Heiligen Geist haben wirken lassen und so das christliche Leben bewundernswert aufrechterhalten. Für mich hat deswegen der Gedenktag des heiligen Andreas Kim Tae-gon und des heiligen Paulus Hong Ha-sang und ihrer Gefährten vom vergangenen Montag noch einmal eine ganz besondere Bedeutung erhalten. Bitten und beten wir um den Heiligen Geist, dass er auch unsere Kirche in Deutschland lenkt und leitet. Denn wie heißt es so schön in einem Lied, Gottes Geist weht, wo er will. Denn der Geist Gottes lässt sich nicht durch ein Kirchenrecht oder dogmatische Festlegungen festzurren.